Laurens und wohne im Schloss. Ich gehe so schön im königlichen Wald spazieren. Ich liebe es. Oh, wie die Vögel heute wieder zwitschern. Herrlich. Wuff, wuff! Sammy, jetzt lauf nicht so schnell. Wuff, wuff, wuff! Lauf nicht so schnell. Wuff! Warte doch mal. Bei der Bäckerei am Waldrand. Hallo Fritz, hallo Isabella. Hallo. Suchst du mal wieder deinen Hund? Ja, aber der ist gerade nicht da. Wie geht's dir, Fritz? Meine Brieftasche fehlt schon wieder mal. Ich muss auch noch Brot kaufen. Oh, das ist ja doof. Ich such mal, vielleicht ist sie in den Brunnen gefallen. Ich wollte eigentlich spazieren gehen. Oh, willst du meinen Hund mitnehmen? Okay. Ich muss ihn bloß noch finden. Bello! Bello! Wupp, wupp, wupp. Braver Hund. Na, dann nimmst du ihn mit und ich helfe Fritz, seine Brieftasche zu finden, damit er noch zur Bäckerei kommt. Mama, ich habe Hunger. Ja, wollen wir leckere Brezen holen? Ich glaube, die Bäckerei hat noch zu. Es ist noch ziemlich früh. Ich will aber... Warten wir mal kurz. Oh ja, noch niemand da. Die Brezen sind wohl noch im Ofen. Ja. Ach, Menno. Die brauchen noch ein bisschen. Komm, wir kommen später wieder. Ja, solange ich habe aber jetzt Hunger. Ach, das wird schon gehen. Kurz darauf in der Bäckerei. Das Feuer brennt schon so wunderbar. Wir haben gut eingeheizt heute. Ich bin schon gespannt, ob die Brote so gut werden, wie es beim letzten Mal war. Wir müssen heute viel backen. Wahrscheinlich kommen heute Dorfleute, die Brot kaufen möchten. Mama, haben wir genug Teig? Ja, ich habe ganz viel Teig gemacht. Es wird hoffentlich reichen. Ich freue mich schon auf die leckeren Brötchen. Ah, ich höre was. Ui, da kommt die Kutsche. Ich höre sie schon. Ah, da sehe ich sie schon. Da ist ja der König mit der Kutsche. Schauen wir mal. Hallo, lieber Bäcker. Gibt es ein frisches Brot? Ich bin auf Wanderschaft und suche ein leckeres Brot für mich und meinen Schimmel. Oh, tatsächlich, das ist ja der König. Ja, ich bin's. Und ich suche ein leckeres Brot für mich. Ich bin ja auf Wanderschaft und habe so einen Hunger und auch mein Pferd. Leider ist das ganze Brot jetzt schon an die Dorfleute verkauft. Es ist aber frisches im Ofen. Das ist aber ärgerlich, da werde ich ja ganz ungeduldig und krieg schlechte Laune. Ja, hetz mich nicht, das geht nicht anders. Was machen wir denn da? Du musst jetzt warten und das erste frische Brot bekommst dann du. Da muss ich mich wohl in Geduld üben. Ja. Schade. Zur selben Zeit im Königswald. Sind schon weg. Wir müssen hinterher, sonst verlieren wir sie. Yeah.
Was für ein schöner Wald. Hallo, ihr Gaukler, wo wollt ihr denn hin? Wir ziehen zum Schloss. Viel Spaß. Juhu, ja. Viel Spaß. Wir machen immer Späße. Jetzt holt der König sein Brot ab. Hallo König, dein Brot ist fertig. Ja, hier bin ich. Ich bin schon ganz gespannt, ob es so lecker schmeckt, wie es riecht. Es ist hier in dem schönen Baumwollbeutel. Ach, bitte sehr. So lecker. Ach, endlich habe ich mein Brot für meine Wanderschaft. Ach, vielen Dank, Herr Bäcker. Dankeschön, tschüss. Gute Fahrt. Danke. Schöne Lichtung. Hier mache ich Pause. Hier habe ich zwei Äpfel. Einer für dich und einer für mich. Kra, 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 kra. Ha, 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 ha. Heute ist Hexenausgehtag. Mal sehen, was ich heute kann. Hallo Hexe, tu mir nichts. Ich kann dir etwas von meinen Schätzen abgeben. Da bist du wohl, der Prinz. Ich möchte nichts von deinen Schätzen. Ich möchte hexen. Ich werde jetzt den Apfel verhexen. Hitze, Hitze, du bist mir zu fad. Mach den Apfel golden und hart. Was für ein schönes Goldgeschenk. Danke, Hexe. Ah, so ein Mist. Ich wollte dich doch damit ärgern. Wie kann ich dich dann ärgern? Ich will so gerne ärgern. Ich will so gerne hexen. Ich verhex dich komplett. Na warte. Hex, Hex, du sollst erstarren. Und nur ein Liebeskuss kann dich erlösen. Es hat funktioniert, es hat funktioniert, sonst hat es noch nie funktioniert. Es hat funktioniert. Der Prinz ist starr und steif. Na, hoffentlich findet sich da eine Prinzessin, die ihn erlösen kann durch einen Kuss. Der König, der mit der Kutsche inzwischen auf dem Heimweg war, fuhr an der Unglücksstelle vorbei. Meine Diener, kommt hinterher. Zu langsam. Ach, schneller. Ich habe immer so schnelles Pferd. Da kommen wir doch gar nicht hinterher. Ach, das schaffen wir schon. Oh, was sehe ich da? Was für eine goldene Statue in meinem Wald. Was für ein Fund. Dina, kommt bitte und ladet mir diese wunderschöne Statue auf. Ruck! Was ist das für ein schwerer Fund? Ach, was ist das? Ein schwerer goldener Fund. Und so machte sich der König auf den langen Weg durch den Königswald zu seinem Schloss. Hallo König! Eure Majestät, was hast du denn da auf dem Dach mitgeschleppt? Hallo, Edelmann Laurenz. Ich habe was Wunderbares gefunden, eine goldene Statue im Wald. Na, das ist ja großartig. Wollen wir da nicht ein kleines Fest feiern? Das ist eine gute Idee. Wir laden alle dazu ein. Laden wir doch die Statue ab und stellen sie aus, damit jeder sie sehen kann. Okay, dann lasst sie abladen im Schlosshof. Das machen wir. Hallo,
mein lieber Bruder Justus. Sieh mal, dort haben wir den tollen Fund aufgestellt, die goldene Statue. Oh, da ist ja schon unsere Majestät, der König. Hallo, meine lieben Edelmänner. Ich freue mich, euch wiederzusehen zu diesem wunderbaren Anlass, zu diesem Fund, den wir nun alle feiern können bei einem wunderschönen Fest. Lasst uns feiern! Juhu! Die Post ist da, die Post ist da. Ich habe eine Schriftrolle für den König. Kutscher, was hast du denn für mich? Majestät, eine Schriftrolle. Ah, das ist ja interessant. Was könnte das wohl sein? Ich weiß nicht. Das ist geheim. Lies selber. Gib es mir mal her. Was steht denn hier? Was, Prinz Martin als vermisst gemeldet? Das kann doch nicht sein. Ja, um Gottes Willen, das ist eine gewisse Ähnlichkeit. Das Kinn, das ähnelt ihm so sehr. Das könnte er wirklich sein. Um Gottes Willen, er ist es gar. Was mache ich denn jetzt nur? Ach, da bist du ja, meine liebe Prinzessin Luisa. Sieh her, wer das wohl ist. Das ist der vermisste Prinz aus dem Nachbarkönigsreich, Prinz Martin. Es ist schrecklich, er ist zu Gold verwandelt. Er ist wunderschön, ich möchte ihn heiraten, ich küsse ihn. Ja, gib ihm einen Kuss. Oh, du wunderschöne Prinzessin Luisa, du hast mich erlöst. Die Hexe im Wald hat mich und den Apfel verzaubert. Ich schenke dir den Apfel und ich möchte dich heiraten. Oh, danke für diesen wunderschönen goldenen Apfel. Lass uns weiter feiern. Ja, welche gute Idee. Juhu! Was sehe ich da? Der Prinz ist wieder zurückverwandelt. Ah, das muss ich der Hexe Wackelzahn erzählen. Krakra, 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 krakra. Hexe Wackelzahn, stell dir vor, was geschehen ist. Der Prinz wurde erlöst. Prinzessin Luisa hat ihn geküsst. Nein, nein. Das kann nicht sein, wie ärgerlich! Blitz und Donner sollen kommen! Der König hat mich beauftragt, die Hochzeit bekannt zu geben. Ich werde jetzt beim Bäcker eine schöne Hochzeitstorte in Auftrag geben und morgen wird die Hochzeit gefeiert. Bis in die späte Nacht waren alle am Schloss fleißig, um die Hochzeit am nächsten Tag vorzubereiten. Auch der Bäckerjunge gab sich viel Mühe und backte die schönste Hochzeitstorte. Hier komme ich mit der Hochzeitstorte. Ach, Bäckerjunge, wie schön. Die schaut aber richtig lecker aus. Ich danke dir vielmals. Oh, wenn die auch noch so gut schmeckt, wie sie aussieht, dann wirst du sicher zum Hofbäcker ernannt. Es ist soweit. Die Hochzeit kann beginnen. Die Hofleute sind schon alle da und natürlich das Hochzeitspaar. Oh, da kommen die ersten Gäste. Der Bruder des Königs, herzlich willkommen. Ah, als nächstes sehe ich schon die Prinzessin Amelie. Herzlich willkommen, Tante Amelie. Und da folgen König und Königin, die Eltern des Prinzen. Seid willkommen. Und als letztes der Junker Christian. Auch du sei herzlich willkommen. Liebe Tochter, ich schenke euch eine Kutsche. Dankeschön.
Mein lieber Sohn Martin und ich schenke euch ein kleines, feines Schloss. Danke. Nun lasst uns fröhlich feiern. Juhu! Ja. Ach, was war das heute für eine wunderschöne Hochzeit, so ein fröhliches Fest haben wir alle zusammen gefeiert. Ja, und stellt euch vor, der Bäckerjunge wurde tatsächlich zum Hofbäcker ernannt, nachdem seine Torte so köstlich gemundet hat. Und er musste mit seiner Mutter nicht mehr in Armut leben. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie alle noch heute. Egal, es dreht sich ja dann mit, aber dass vor allem der König immer frontal so ist. Genau, super, super, super. Kommt, meine Diener, kommt hinterher und nicht zu langsam. Hast du es gemerkt? Das Pferd lächelt, ist ärgerlich. Blitz und Donner sollen kommen. So, was sag ich jetzt nochmal? Du liest so, oh, Prinz Martin ist als vermisst gemeldet. Und dann sagst du, ach, was sagt er denn dann? Der nimmt sich, das Kind kommt mir doch bekannt vor. Ja, dann ich schenke euch ein kleines, feines Schloss. Danke sehr. Das ist super, toll habt ihr das alles gemacht. Ihr habt toll gespielt. Schön, vielen Dank, dass ihr alle da wart.